Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf diesem YouTube-Kanal. Ich freue mich heute wieder ganz sehr, den Elias Lepper hier neben mir sitzen zu haben. Hallo lieber Elias. Grüß dich, liebe Silke. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Elias, dich findet man ja auch auf YouTube. Deinen YouTube-Kanal verlinke ich oben in den Infokarten. Man findet dich auch auf... Du hast eine Webseite, man findet dich auf Instagram oder dich auch mit Ricardo auf Telegram. Du bist eigentlich doch auf verschiedenen Plattformen vertreten. Das verlinke ich auch alles nochmal unter diesem Video beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Und viele von euch, die mich regelmäßig verfolgen, kennen ja schon den Elias. Ich habe ja schon einige Videos mit dem Elias in den letzten 2-3 Jahren gemacht. Und jetzt haben wir wieder ein Thema, da hatte ich mich, wir hatten kürzlich telefoniert, da habe ich mich ein bisschen mit oder länger mit Elias ausgetauscht, auch über ein spezielles, über das Thema, über was wir heute sprechen, und meinte Elias, lass uns doch dazu ein Video machen. Und jetzt sitzen wir hier und wollen euch einfach mal so unsere Erfahrungen zur Vielfalt in der pflanzlichen Ernährung mitteilen und zur Einfalt im Supermarkt. Und ja, ich gebe jetzt gleich mal an Elias ab. Was ist deine Erfahrung zur vermeintlichen Einfalt oder Vielfalt in der pflanzlichen, also ja, in der pflanzlichen Ernährungswelt? Ja, die meisten kritisieren ja, dass man dann im sowohl in der Rohkost als auch in der veganen Kochkost immer nur das Gleiche isst. Speziell die dann umstellen oder mal das erste Mal versuchen, die finden ihre 2, 3 Gerichte und dann isst man die ganze Woche nur das Gleiche. Und sagen dann, ja, sie gehen wieder zurück, weil ihnen fehlt die Vielfalt, die es da gibt. Und das schaut auch aus wie eine Vielfalt, speziell wenn man mal in den Supermarkt geht und diese 20 Meter langen Regale sieht und überall ist gestopft voll alles. Aber wenn man sich die Grundprodukte mal anschaut oder die Basisprodukte, die hinter dieser Vielfalt steckt, dann merkt man, dass das eigentlich eine Einfalt ist, weil da kann man 20 Meter mit verschiedensten Nudeln füllen. Aber das Grundprodukt ist immer das Gleiche. Das sind vielleicht 2, 3 verschiedene Mehlarten. Aber nur, weil man es jetzt in einer anderen Form hat, das ist wie wenn ich sage, ja, meine Gurke ist auch eine Vielfalt, wenn ich sie in Streifen schneide, wenn ich sie in dünnen Blättern schneide oder in Scheiben schneide oder in Dreiecke. Nein, es bleibt eine Gurke. Und somit ist diese Vielfalt eigentlich nur ein Trugbild, wie das meiste, was ja eigentlich im Supermarkt ist, ein Trugbild ist. Vorne steht schön Kernvitalbrot drauf, und wenn man hinten sich die Zutaten durchliest, merkt man, da ist nichts mit Kernvital und gesund. Also hier sieht man eigentlich von den Supermärkten, von den Industrien, überall wo Werbung geschalten wird, wie uns ein Druckbild vorgesetzt wird, was meistens im Hintergrund, wenn man ein bisschen tiefer schaut, hinter dem Vorhang schaut, 180 Grad genau das Gegenteil ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Rohkost oder die Kochkost hernehme, was es da an einer Vielfalt an Obst und Gemüse gibt, an Wildkräutern, an Wurzelgemüse. Und wenn ich mir anschaue, die Menschen, die noch Fleisch konsumieren und die viele Milchprodukte konsumieren, die nehmen diese Vielfalt oft gar nicht wahr. Das heißt, man kann natürlich auch, wenn man Fleisch und Milchprodukte konsumiert, diese Vielfalt zu sich nehmen. Zusätzlich, aber die meisten, ich brauche nur schauen, ich mache kein Experiment, ich gehe gern raus einfach auf die Straße und frage Menschen, welches Obst und Gemüse kennst du oder welches Gemüse kennst du? Gurke, Tomate, Kohlrabi, Paprika, Salat, Brokkoli. Und dann ist meistens aus. Wenn man sich da mal ein bisschen umschaut, was es da eigentlich für eine Vielfalt gibt, dann merkt man, dass es nicht nur 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Gemüsesorten gibt, sondern dass es hunderte verschiedene Gemüsesorten gibt. Dass es hunderte verschiedenste Obstsorten gibt, verschiedene Beerenarten, verschiedene Wildkräuter. Und dass da eigentlich die Vielfalt zu Hause ist. Zudem sehe ich es auch eine Vielfalt im Sinne von, dass man wieder lernt, die einzelnen Produkte, die einzelnen Lebensmittel, die die Natur uns geschenkt hat, zu schmecken. Weil für die meisten, wenn sie einen Löwenzahn essen, der schmeckt ihnen nicht mehr oder ist zu bitter und wird ausgespuckt. Und wenn man mal die Zunge frei bekommen hat, wenn man den Darm gereinigt hat, das hängt ja zusammen, also wenn der Belag auf der Zunge hoch ist, dann stimmt es im Darm nicht, das ist ja der 24-7-Spiegel. Wenn dieser giftige, schleimige Belag von der Zunge mal weg ist, wie lecker so ein Löwenzahn sein kann, wie lecker eine Tomate aus dem eigenen Garten sein kann, wie lecker sämtliches selbst angebaute ist, wie lecker eine Walderdbeere sein kann. Und wie man das sowohl von Gerüchen, von Geschmackssinn,
Was man da für eine Vielfalt entdeckt, die ist unglaublich. Aber über die kann man natürlich nur sprechen, wenn man sie mal ausprobiert hat. Ich kann generell nur über etwas sprechen, wo ich Erfahrungen gesammelt habe. Und somit ist es halt für die meisten, die diese Vielfalt nie ausprobiert hat, für die ist es einfältig und die glauben, man isst immer nur Salat, aber auch da, Salat ist ja nur ein Begriff. In Wirklichkeit ist da ja jedes Mal was anderes drinnen. Es ist nicht immer Salat, es sind die verschiedensten Wildkräuter, es sind die verschiedensten Soßen, es sind die verschiedensten Gemüsesorten drinnen. Es wird auch verschiedenst kombiniert, also das kann man meiner Meinung nach nicht vergleichen. Ja. Auf alle Fälle, also so ging es mir ja. Gut, als ich damals ich habe ja immer aus ethischen Gründen meine Ernährung umgestellt, erst vegetarisch, dann vegan. Und da hat mir mein Umfeld ja schon suggeriert, oh, vegan, was kannst du denn überhaupt noch essen, ne? Und am Anfang isst man erstmal so die Beilagen überall mit. Und damals, als ich vegan wurde, da gab es gar nicht so die, jetzt mittlerweile, wenn man kriegt ja schon überall vegane Gerichte, auch im Restaurant angeboten oder im Supermarkt gibt es ganz viele vegane Produkte. Dass es natürlich auch Industriekost ist und dass es auch nicht... Da ist auch das Gleiche. Also auch in der veganen Industriekost, sorry, dass ich jetzt da reinfall, merkt man ja auch, da hat sich ist die Industrie draufgekommen, okay, vegan ist nicht nur ein Trend, sondern das hält länger an. Und plötzlich gibt es auch die ganzen veganen Produkte, aber auch hinter diesen im Supermarkt merkt man, wenn man da wieder hinten drauf schaut, es ist immer das Gleiche. Ja. Es ist meistens irgendein Erbsenprotein, irgendein Weizenprotein und daraus werden halt die verschiedensten Produkte gemacht. Das ist nicht das, was ich meine, sondern ich meine das, was wirklich die Natur uns für eine Vielfalt geschenkt hat. Die echte Vielfalt, ne? Aber damals gab es ja zumindest auch die Produkte nicht. Und aber ich habe dann einfach selber für mich mir die Pflanzenwelt erschlossen. Was gibt es an Gemüse, was gibt es an Früchten, was an Nüssen, an Saaten, an Kernen? Sprossen habe ich angefangen zu ziehen, Wildkräuter hatte ich ja schon ein bisschen damals auch im Fokus und da merkt man erstmal, wie vielfältig das ja eigentlich ist. Ja, und damit der Rohkost noch viel mehr. Und gut, wir leben heute in einer globalisierten Welt. Es gibt auch die Möglichkeit, Früchte, Gemüse, Nüsse, Kerne, Kakao aus aller Welt zu konsumieren. Auch wenn das am Anfang meiner Rohkosternährungsphase sehr faszinierend war, das alles mal auszuprobieren, verschiedensten Trockenfrüchte, Nüsse, Früchte, Kakaobohnen oder richtige eine Kakaofrucht. Ja, in den letzten Jahren ist es bei mir wirklich wieder dahin gekommen, zu schauen, was macht denn die regionale Vielfalt? Ne? Genau. Ich will nicht sagen, ich bin da 100% dogmatisch, aber mein Fokus liegt schon auf regional, auf die Region, gerade jetzt auch im Sommer oder von Frühjahr bis Herbst und da merke ich erstmal, wie vielfältig das eigentlich wirklich ist, ja, was man da so auch regional zu sich nehmen kann, schon die ganzen Wildpflanzen. Und du hast ja von uns den Supermarkt angesprochen. Viele sehen diese, ich weiß nicht, tausende Produkte, wie viel da drin sind, aber die Hauptnahrungsmittel sind ja eigentlich nur Weizen, Kuhmilch, Eier, dann Rind, Huhn, Schwein. Das sind 6 Produkte. Das sind so die Hauptprodukte. Gerade das Kühlregal besteht ja zu, sage ich mal, 98% nur aus Kuhmilch. Da wird Aroma hinzugefügt, irgendwelche Zusatzstoffe, oder ein paar Früchte. Und dann denken die Leute, das ist Vielfalt. Aber da bin ich ja viel vielfältiger unterwegs, wenn ich 10 verschiedene Wildpflanzen integriere. Ja, und die mir auch noch gut tun. Das ist auch das, was mein Körper benötigt und was mich vor allem gut mineralisiert. Und das ist den Menschen gar nicht bewusst. Oder die ganze, auch gerade Kekse und Nudeln, du hast ja Nudeln angesprochen, Kekse ist ja der Hauptbestandteil Weizen. Und mittlerweile kommt ja auch der Dinkel, aber der hat ja auch trotzdem relativ viel Gluten, ne, der Dinkel. Zum Beispiel sind diese Urgetreidesorten, Urweizen wie Emmer, Einkorn, Kamut viel besser. Das findet man zum Beispiel auch schon mehr in Bioläden. Da findet man auch Emmer und Kamut Nudeln mittlerweile, ne, dass es wirklich auf dieses Urgetreide geht. Und ja, es gab auch mal in Deutschland eine größere Vielfalt an Obst und Gemüse, auch an Tieren, sage ich mal. Man hat sich ja, oder auch an Getreidesorten, man hat sich auf die produktivsten, hat man sich eingestellt und hat das alles andere rausgenommen, hat das dann weiter gezüchtet, die Tiere, auch den Weizen weiter modifiziert, um dass er einfach industriell verarbeitbar ist, ne? dass man den besser backen kann, dass er vielleicht länger haltbar ist, was auch immer. Und hat so eigentlich den Menschen die Vielfalt genommen. Vor 100 Jahren gab es hier in Deutschland auch noch die Vielfalt, auch wenn wir da gar nicht so die Globalisierung hatten. Es gab hier einfach noch viel mehr, auch an alten Gemüsesorten, Tomatensorten. Wenn die heute im Supermarkt Tomate, das schmeckt ja gar nicht. Das ist alles so wässrig.
Das ist schmeckbegiftiges Wasser. Das kann man auch gar nicht mono essen, weil wenn ich dann immer meine Mono-Mahlzeiten und manche dann immer, aber das schmeckt doch gar nicht. Habe ich gesagt, nee, ich achte auch auf Qualität. Also Ja, genau. deswegen Mono kann man nur essen, wenn man wieder, vor allem wenn die Geschmacksnerven ja wieder, ne, wenn die Zunge so, wenn der Belag dann langsam weggeht und man die Geschmacksnerven wieder sensibilisiert, dann kann man aber auch nur Mono essen, wenn man eine gute Qualität hat. Die Genau. Produkte aus dem Supermarkt sind dafür einfach nicht geeignet. Ne? So. Und was ich auch mal interessant finde, zum Beispiel, man hat halt im Supermarkt so Milchprodukte in den Kühlregalen, dann hat man so die Nudelprodukte und Süßwaren und dies und das. Und ja, das Ausgangsprodukt ist ja eigentlich immer nur eins oder zwei, also es ist immer ganz wenig. Und Obst, Gemüse wird auch zusammengefasst, aber das ist gerade ja so die Vielfalt. Ein Apfel ist was anderes als eine Möhre und das fasst man so zusammen, so Obst, Gemüse wie Milchprodukte. Und dabei ist bei Obst und Gemüse die viel größere Vielfalt, aber das sind sich die Menschen gar nicht bewusst, dass es nicht einfach nur Obst und Gemüse ist, sondern dass es verschiedene Ursprünge hat, dass da so eine Vielfalt ist. Mhm. Und die Vielfalt, die es so in den Kühlregalen gibt, die suggeriert nur Vielfalt. Aufgrund der verschiedenen bunten Verpackungen und der Bezeichnungen für die Produkte, aber in Wirklichkeit ist es eine Einfalt. So. Und ich habe erst erkannt, ja, wie vielfältig eigentlich die Pflanzenkost ist. Vor allem auf Ein Freund von mir war mal Grafiker und hat genau diese Verpackungen für diese Lebensmittel gemacht. Wo er dann außen hin durch die Grafik darstellen sollte, wie gesund das ist und wie vielfältig und wie viele verschiedenste Lebensmittel da zusammengepackt wurden, damit dieses Produkt entstehen konnte. Dann hat er gesagt, das war nur Lug und Trug und deswegen hat er auch aufgehört damit, er konnte das nicht mehr machen. Es hat ihm das Herz wehgetan, als er gesehen hat, dann wie er gesehen hat, was eigentlich hinten dann draufsteht. Dass er eigentlich nur arbeitet, um die Bevölkerung zu belügen. Und die meisten glauben ja auch, wenn sie in den Supermarkt gehen, sie haben die Wahl, was sie konsumieren wollen. Ob sie jetzt gesunde Lebensmittel konsumieren wollen oder eher das Ungesunde. Aber die haben sie eigentlich nicht. Auch hier ist meiner Meinung nach ein Trugbild dahinter. Das heißt, sie können nur das kaufen, was im Supermarkt vorhanden ist, wenn sie in den Supermarkt gehen. Das heißt, der Supermarkt entscheidet, was sie kaufen. Und sie glauben durch diese Vielfalt, dass sie entscheiden können, ob sie jetzt das Gesündere oder das weniger Gesündere konsumieren. Aber ich habe im Supermarkt eigentlich nicht wirklich was Gesundes gefunden. Du musst einmal schauen, ob du irgendein Produkt findest, das nicht mit Konservierungsstoffen vollgepumpt ist, das nicht mit Salz, Zucker, Essig und Ölen vollgepumpt ist, mit lauter E-Nummern und Geschmacksverstärkern. Und selbst wenn du oder Antibiotika, wenn man jetzt in tierische Produkte geht und die ganzen Medikamente. Und selbst wenn wir zu Obst und Gemüse gehen, wenn man da mal anschaut, wie viele Nährstoffe dort noch vorhanden sind, dann sieht man, dass das eigentlich nur Füllstoff, überzüchteter Füllstoff ist und mit echtem Gemüse und Obst nichts zu tun hat. Also wenn du einmal eine Tomate aus dem eigenen Garten am besten selber gezogen gegessen hast, dann kannst du nie wieder die Tomate aus dem Supermarkt essen. Weil die schmeckt, wie wenn du in giftiges Wasser hineinbeißen würdest. Die Gurke schmeckt fahl und fade. Die Gurke aus meinem Garten, das ist eine Geschmacksexplosion in meinem Mund. Das ist unglaublich. Aber wenn man natürlich sein Leben lang immer nur die Tomate aus dem Supermarkt gegessen hat und die aus dem Garten gar nicht kennt, dann glaubt man, dass die Tomate aus dem Supermarkt die richtige Tomate ist. Und dann verstehe ich auch, wenn jemand sagt, na, das würde ich nicht dauerhaft essen wollen. Davon würde ich nicht leben wollen. Mhm. Wenn ich nur noch dieses Obst und Gemüse hätte, dann würde ich davon auch nicht leben wollen. Ja. Dann würde ich wahrscheinlich auch wieder auf Nudeln und Co. steigen, weil das schmeckt einfach grauenvoll, was man dann im Supermarkt zu kaufen kriegt. Und wenn man sich da mal anschaut, woher das kommt, wie da die Böden behandelt werden, wie viele Spritzmittel da verwendet werden, wie das meiste unreif geerntet wird, künstlich mit Gasen nachgereift wird, das hat mit einer Vielfalt nichts mehr zu tun. Ja, und ich meine, die meisten, die Hauptprodukte, die meisten Menschen essen, ist Weizen, Kuhmilch, ja. Schwein, Rind, Huhn. Eier und Fisch. Dann vielleicht so ein bisschen Obst, Gemüse, vielleicht mal ein Apfel, mal Bananen, ne? So Apfel, Bananen gehören ja zu dem Lieblingsobst der Deutschen, auch mal Tomaten, auch mal eine Möhre, sowas, also
auch die, die sich konventionell ernähren, ist ja doch immer auch mal Obst und Gemüse dabei. Aber eigentlich ist es schon eine Einfalt. Klar, ja. Es gibt, wenn man sich das Produkt Weizen hernimmt, die meisten, die essen vielleicht früh ein Brötchen, da ist Weizen drin. Mittags gibt es vielleicht Pizza oder irgendwas mit Getreide und Sandwich, irgendwas oder Nudeln, also Kuchen, überall ist Weizen drin. Ja, und die meisten denken, boah, da könnte ich jetzt nicht drauf verzichten, wenn ich jetzt nur Rohkost esse oder nur vegan. Aber als bewusst pflanzlich lebender Mensch, ob mit Kochkost, mit pflanzlicher Kochkost oder mit Rohkost, isst man einfach vielfältiger und tatsächlich auch gesunder und die Geschmacksknospen werden wieder sensibilisiert, wenn man sich auch auf die Suche nach Qualität macht. Also da merkt man erstmal, was einem davor enthalten wird, wenn man im Supermarkt einkaufen muss. Und du sammelst ja auch viele Wildpflanzen. Und da weiß man ja auch, was es da für verschiedene Geschmacksnuancen gibt und wie gut uns Wildpflanzen nähren können, wenn der Körper bereit dafür ist, wie wenig man eigentlich benötigt. Und ich ziehe auch gerne so im Winter oder auch auch Mikrogrün und Sprossen. Da ist auch so eine große Vielfalt, was so gut nährt. Und ich meine, klar bin jetzt sogar wieder auf dem Level angelangt, dass ich sehr einfach esse und sehr wenig Vielfalt habe. Aber das war so eine Reise, erstmal für mich so diese pflanzliche Vielfalt zu erschließen, wie viel da möglich ist, auch an Rezepten. Ich habe tausende Rezepte in meinem Leben schon kreiert, ob das vegetarisch, also vegane Kochkost oder Rohkost oder Schleimverheilkost, also so viel probiert und ich lande jetzt doch wieder so bei der einfachen Kost. Eine Monomahlzeit Früchte, eine Monomahlzeit irgendeine Wildpflanze oder so. Ne? Und ich weiß, es bedarf für mich gar nicht mehr so diese Vielfalt. Ich muss weder diese Vielfalt der ganzen Welt in mich aufnehmen, noch die vermeintliche Vielfalt, die der Supermarkt so anbietet. Ne? Ich meine auch nicht, dass man jeden Tag dauerhaft, jetzt mal 20 verschiedenste Obstsorten oder Gemüsesorten konsumieren soll. Und ich glaube, das ist einfach die regionale Vielfalt über das Jahr gesehen. Ja. Wenn ich einfach mal so das Jahr durchgehe, was ich Jänner, Februar, März, April zu mir nehme und dann im Frühling und dann im Sommer und im Herbst, es sind immer mal, ich sage jetzt mal so die 10, 15 Produkte, die ich zu einer gewissen Jahreszeit konsumiere, aber das sind jede Jahreszeit wieder was anderes und jedes Jahr entdeckt man wieder was Neues. Das nächste Jahr pflanze ich wieder was Neues an. Und so geht diese Vielfalt Stück für Stück weiter. Und eine Vielfalt, die wir auch noch gar nicht angesprochen haben, sind ja auch die ganzen Wildkräuter, die, sage ich jetzt mal, auf den Bäumen wachsen, also die Baumblätter, also von Ahorn, Birke. Und da müssen wir gar nicht auch nur auf die Blätter eingehen. Man kann ja nicht nur die Blätter essen, man kann aber auch genauso die Samen essen. Man kann von manchen Bäumen auch den Saft trinken, wenn man Birkensaft zum Beispiel jetzt hernimmt. Es ist so eine Vielfalt da draußen möglich. Ja. Und es geht nicht darum, dass man sagt, okay, ich habe jetzt jeden Tag 40 Produkte am Tisch, sondern ich habe es einfach mal ausprobiert, ich habe es kennengelernt. Und dann kann man schauen, mit welchen Produkten resoniere ich sehr, sehr gut. Welche braucht mein Körper im Laufe der Zeit? Das heißt, wir entwickeln uns ja immer weiter, wir entfalten uns immer weiter. Wir gehen immer weiter. Und für jede Sequenz des Lebens braucht der Körper gewisse Lebensmittel. Das ist so wie bei einem Computerspiel. Für jedes Level braucht man gewisse Objekte und gewisse Ausrüstung, damit man dieses Level schafft. Mhm. Und so glaube ich auch, dass man einfach die Vielfalt kennenlernen sollte, damit dann der Körper schauen kann, mit welchen Lebensmitteln resoniert er in diesem Bereich des Lebens, die er gerade braucht. Mhm. Und dann wählt er das Perfekte für sich, was er gerade in diesem Moment braucht, aus. Ich kann mich noch erinnern, ich bin ja nun schon jetzt seit 2013 auf YouTube und bei mir gab es in den ersten Jahren ganz viele Rezepte und auch ganz viele Food Diaries. Das hat total abgenommen im letzten Jahr, weil ich merke, dass ich jetzt eine Phase habe, wo ich viel, viel einfacher esse, auch viel weniger ausprobiere, weil ich die Phase, also ich will nicht sagen, dass das mal nicht wieder kommt, aber jetzt gibt mir einfach die einfache Kost so viele Zufriedenheit. Ich esse jetzt so, im Winter habe ich eigentlich immer so irgendwas Gedämpftes gegessen, also gedämpften Kürbis, gedämpfte Pastinake, was es eben gerade so an regionalem Gemüse gab und dann immer Postelein oder Feldsalat dazu und ganz viel Mikrogrün. Da habe ich immer mal das Gemüse variiert, selten mal auch einen Salat mit einem Hanfdressing, aber das hat dann immer variiert und jetzt im Sommer esse ich fast nur Rohkost und viel Salat oder einfache Mahlzeiten und
Und das stellt mich gerade so zufrieden. Dann gibt es auch mal Phasen. Oder so, wir hatten jetzt letztens auch so wieder zwei Potlucks. Da gibt es dann wieder mal mehr Vielfalt, mehr Gemischtes. Das kann ich dann auch mal genießen, weiß aber, das wäre jetzt nichts für den Alltag für mich. Oder ständig irgendwie was Aufwendiges zubereiten, wo ich früher mir Cracker zubereitet habe oder irgendwelche Köfte, Rohkostköfte aus Linsen oder irgendwas habe ich mir immer so kreiert, was auch total genial war und ich das auch sehr genossen habe. Und jetzt bin ich wieder bei der ganz einfachen Kost gelandet. Und sag jetzt, glaube ich, darum, dass man dann irgendwann draufkommt, dass man nicht seinen ganzen Tag fürs Essen verschwenden möchte, also verschwenden, sondern dass man einfach das konsumiert, was die Natur einem bietet, und zwar in der Form direkt abgerissen, den Löwenzahn und gegessen, ohne viel darüber nachzudenken, was könnte ich heute kochen, was muss ich denn noch einkaufen, wo kriege ich denn das Rezept her, was muss ich vorbereiten, wie viel Zeit muss ich mir einteilen, sondern dass man dann einfach ja durch den Tag einmal geht und schaut. Und meistens, also ich habe noch keinen Tag erlebt, wo mir das Leben, die Natur nicht einfach Nahrung vor die Füße gelegt hat. Und auch wenn ich wandern gehe zum Beispiel, ich nehme nichts mehr mit. Weil die meisten essen dann ihr Brot zum Beispiel oben und sind dann satt. Und beim Runtergehen gehen sie an den schönen Wildkräutern, an den schönen Beeren vorbei, weil sie sagen, ja, ich bin ja satt. Und die nimmt man dann wieder auch ganz anders wahr. Und dann isst man halt einmal die kleinen Preiselbeeren und die kleinen Heidelbeeren und den leckeren Löwenzahn und isst das, was die Natur einen serviert. Ja. Ich nehme meistens auch, wenn ich rausgehe, noch Wasser mit. Wasser habe ich meistens dabei und dann gucke ich einfach, was gibt's. Ja, wobei ich gehe meistens irgendwo auf die Berge, dort gibt es meistens deutlich besseres Wasser. Dann nehme ich mir entweder einen Heferl mit oder ich trinke einfach direkt aus der Quelle. Ich war kürzlich auch mal wieder in meiner Heimat, im Erzgebirge, und war dann auch im Wald ein bisschen wandern, spazieren mit meiner Mama, die sich eher konventionell ernährt. Und ich immer, oh, guck mal, Brennnessel und Brennnesselsamen. Und ich habe immer die Gefühl, was machst du denn da? Die weiß ja eigentlich, wie ich mich ernähre. Und da habe ich gesagt, na, ich esse gerade. Und die war da schon ganz beeindruckt, ne, dass ich gar nichts mit habe. Sie hatte ja schon das war irgendwann nachmittags, da hatte sie schon zweimal zu Hause gegessen. Wo wir dann wandern waren, hatte ich noch gar nichts gegessen und habe einfach wenig. Hab ja, ein paar Brennnesselsamen hier. Gefunden und war total glücklich und zufrieden. So, ne? Ja. Und ja, es ist einfach schön zu sehen, wie wenig man eigentlich braucht. Und das hatten wir auch schon oft, da hatten wir auch jetzt vor der Videoaufnahme schon, was für mich auch so befreiend war, das Bewusstsein, dass es nicht nur eine Quelle gibt, die uns nährt. Wenn man das Bewusstsein dafür schafft, dass uns verschiedene Dinge nähren können. Ich meine, hier in dieser, sag ich mal, materiellen Welt ist die Ernährung, also die Lebensmittel, wo noch Leben drin steckt, hat schon eine gewisse Bedeutung, ne? Das will ich jetzt auch gar nicht abstreiten. Und es gibt aber die Möglichkeit, seine Ernährung sehr stark zu reduzieren. Du kennst ja auch jemanden persönlich, den Maxim, dem das sehr gut gelungen ist, seine Nahrung auf ein Minimum zu reduzieren mit ganz wenig Schlaf. Gut, wollen vielleicht auch gar nicht so viele Menschen diesen Weg gehen, aber es ist möglich. Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich will diesen Weg auch nicht gehen. Aber ich will die Möglichkeit haben, dass wenn es gerade notwendig ist oder wenn es gerade in eine Situation des Lebens hineinpasst, dass die Möglichkeit da ist, dass ich das tue. Ja. Es geht ja gar nicht darum, dass man das jetzt dauerhaft machen muss, sondern einfach, wenn ich jetzt sage, okay, es würde gerade hineinpassen, dass ich eine Woche lang nichts esse, dann möchte ich das tun können, ohne Mangelerscheinungen zu kriegen, ohne Kraftverlust zu kriegen, ohne dass ich dauerhaft müde bin und so da hänge, sondern ich möchte, dass mein Körper das bravouros meistert und da einfach durchgeht, als wäre es der Alltag. Ja. Und darum geht's mir, diese Fähigkeiten wieder zu erlangen, die wir haben. Und es gibt ja nicht nur ohne Grund das Sprichwort, manche Menschen leben von Luft und Liebe. Ja, da ist auf alle Fälle was dran. Und ich meine, ich kenne auch noch das Gefühl von vor 20, 25 Jahren, wenn ich dann nichts zu essen hatte, und das hat sich ein bisschen verspätet, das Essen, wie man da so eine leichte Aggression bekommt. Wie der Blutzuckerspiegel sinkt und man denkt, oh, wenn ich jetzt was nicht zu essen kriege, falle ich um. Oder man wird so grillig, haben wir dann immer gesagt, boah, jetzt brauche ich irgendwas zu essen. Und das habe ich jetzt schon so lange nicht mehr. Und dann ist es eben so. Hauptsache, trinken ist dann immer. Wenn Hauptsache, ich habe Wasser oder so. Oder man isst halt mal eine Handvoll Wildkräuter, aber es ist kein Drama mehr, wenn man nichts zu essen dabei hat. So, ne? Und das ist ein Bewusstseinsprozess. Und das kann man erst verstehen, wenn man diesen Weg gegangen ist. Also ich habe das damals auch nicht verstanden.
Also wenn mir jemand gesagt hätte, macht Intervallfasten und er isst nur einmal am Tag, sage ich, ja, da schaue ich nach einem Monat aus wie ein dünner Knochen und fall um. Diese Glaubenssätze hatte ich ja auch damals. Aber so entwickelt man sich Stück für Stück. Und deswegen kann ich auch die Menschen verstehen, die das noch nicht glauben. Aber ich sage immer, glaube niemanden, glaube nicht uns, glaube nicht in der Wissenschaft, glaube niemanden außer dir selbst. Wenn du neugierig aufs Leben bist, mach deine Erfahrungen, sieh das Experiment, wenn du es ausprobieren möchtest, und dann glaube nur dir selbst. Glaube dem, was du selber erfahren hast. Ja, die Pflanzenwelt ist halt sehr vielfältig. Und das ist ja auch interessant für Menschen, die vielleicht auch hadern, vielleicht, dass man vielleicht Mangelerscheinungen bekommt oder dass es an Vielfalt mangelt mit der pflanzlichen Ernährungsweise. So ist es ja nicht. Das einfach mal einsteigen. Deswegen glaube ich, dass das eine wichtige Zwischenebene ist, wenn man in diese Richtung gehen möchte, dass man einfach mal diese Vielfalt, die ja da ist, ausprobiert. Und diese kennenlernt. Und dann geht man oft mal wieder in einen bescheidenen Weg oder bescheidene Phase des Lebens. Aber man hat diese Vielfalt mal ausprobiert. Und ich würde das jedem raten, dass er diese Zwischenebene nicht auslässt. Ja. Und es geht auch eben darum, Vorurteile abzubauen, dass es die immer noch in vielen Köpfen ist, dass man mit der pflanzlichen, mit der veganen Ernährung, Rohkosternährung, dass da die Vielfalt fehlt. Das haben wir jetzt aufgezeigt, auch anhand der vielen Bilder, die jetzt hier mit eingeflossen sind ins Video, wie vielfältig eigentlich die Pflanzenkost ist. Und damit meinen wir nicht den veganen Hype, der jetzt so durch die Supermärkte geht, der jetzt so propagiert wird, wie toll vegan ist und damit aber eigentlich die veganen Industrieprodukte gemeint sind, die in unseren Augen ja auch nicht viel besser sind als vegane das Hühnchen. Ja, sie sind einfach nicht der Gesundheit zuträglich. Und uns geht es ja um die Vielfalt und die echte Gesundheit. Ne? Ja. Und ja, und das gilt es zu entdecken. Und das wollen wir einfach mit dem Video auch aufzeigen, die echte Vielfalt, was da möglich ist. Und nicht das, was suggeriert wird in den Supermärkten gerade, was Vielfalt ist. Es ist ja einfach nur die pflanzliche Variante der krankmachenden Industriekost. Und die ist jetzt auch nicht besser. Ich meine, gut, für Menschen, die ethisch leben, mag das mögen das gute Produkte sein, die jetzt mit. Es kann einfach wieder eine Zwischenebene sein. Es kann eine Zwischenebene sein. Wenn das jemand ausprobieren möchte, er soll es ausprobieren. Ja. Aber für die gesundheitsbewussten Menschen würden wir auf alle Fälle empfehlen, mal in diese echte Vielfalt der Pflanzenkost einzutauchen. Und da gibt es ja auch auf deinem Kanal, du hast ja auch Rezepte, ne? Du machst ja auch. Ja, ganzen Haufen. Große Vielfalt. Speziell die ersten 50 Videos sind nur Kochkostrezepte. Und dann geht es halt viel auch in die Rohkost. Ich habe sehr viele Wildkräuter-Videos auch, also da ist viel da. Genau, also auf unseren Kanälen findet ihr auch ganz viel Inspiration rund um die Pflanzenkost. Ich mag immer manchmal kaum vegan sagen, weil das gerade so ein bisschen... Ich weiß, das ist jetzt so eine Schublade. Ja, so eine Schublade. Ich sage dann immer lieber Pflanzenkost, Vitalkost, pflanzenbasiert, was auch immer, oder eher dann mal eine Rohkost. Aber wer weiß, was in ein paar Jahren mal mit der Rohkost passiert, ja? Dass es dann in jedem Supermarkt vielleicht die nächste Schublade. Rohkostprodukte gibt, aber die mit unserem Verständnis von Rohkost, von Frischkost gar nicht mehr so viel zu tun haben. Da gibt es ja teilweise auch schon, so geht ja schon ein bisschen so in die Richtung, so irgendwelche Produkte in Rohkostqualität, aber ein Großteil sollte wirklich Frischkost ausmachen, ne? Wirklich die echten Lebensmittel, die wirklich auch noch Enzyme, also wo es wirklich auch noch die Frische, das Leben enthalten ist, wo man es auch noch schmecken kann. Ne? Genau. Ich sage mal, je kürzer der Abstand ist von gepflückt und gegessen, desto besser. Ja, das sollte immer einen großen Bestandteil ausmachen, definitiv. Ja. So. Ja, lieber Elias, ich danke dir sehr für deine Ausführungen. Ich habe mich wieder sehr gefreut mit dir im Video. Danke für das Gespräch. Und ja, an die Zuschauer, gerne eure Meinungen, Gedanken, Erfahrungen hier unter diesem Video vereinen, versammeln. Wir freuen uns über regen Austausch und wünschen euch wir wünschen euch noch eine wundervolle Zeit und senden ganz, ganz liebe Grüße. Bis bald. Sonnigen Tag. Tschüss.